So, da bin ich auch schon wieder. Machen wir weiter. Ich will so nach vorne stürmen. Kein Pussy, ich will kein Pussy, ich will keinen Zungenkuss. Geh weg, geh weg, geh weg. Ist das wie tot? Sag mir, dass es tot ist. Du sollst ja nicht abbauen, Junge, du sollst mir helfen. Meine Phrase. Ist es tot? Ja. Okay. Ist ja mein Kumpelfreund, ey. Verdammt, wo bleibst du denn noch? Da ist er ja. Versetzungsgesuch wird abgelehnt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es keinen Anlass zur Nervosität gibt. Ich verstehe, was Sie durchmachen. Glauben Sie mir, vor einigen Wochen war ich genau in Ihrer Situation. Doch man hat mir ausdrücklichst versichert, dass unsere Sicherheit höchste Priorität hat. Sie haben sicherlich schon die neuesten Sicherheitsvorkehrungen unserer Spender bemerkt. Mit den zusätzlichen Soldaten. Ja, anscheinend ja wohl nicht. Okay, Junge, wohin geht's weiter? Und schneiden wir mal auf und gucken, was dahinter steht. Was denn? Wo denn? Hä? Ist es tot? Ja. Ich habe wohl die meiste Munition verbraucht, aber der hat wohl getroffen, ich nicht einmal. Na, so ist das halt, wenn ich Ego-Shooter spiele. Na, hopp, geh auf. Ih, lecker, lecker, lecker. Ist ja wirklich ganz viele Eier hier. Okay, der ist tot. Drecksloch. Nein, 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 ich will immer noch keinen Bussi. Nein, oh, nimm deinen Rüssel aus meinem Gesicht, verdammt, das ist ja pervers mit dir. Wo ist der jetzt hin? Das haben wir, glaube ich. Aber eine Munitionsverschwendung, habe ich so das Gefühl. Ich meine, hier ist ein Insider, der sich irgendwie depper schrecken würde, oder? Das war noch nicht tot, oder? Kacke, 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 kacke. Jawohl, kick du mal den Karton da an. Ach, jawohl, noch mehr Eier. Was denn? Wo denn? Oh! Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ja, auf da rum zu. Naja, immer noch zum Kuss. Wo ist er denn hin? Okay. Okay.
Okay, wir gehen einfach mal ganz weit außen rum hier. Und hoffen, dass er sonst nirgendwo mehr so ein Viech ist. Bist noch da? Ja, gut. Kontrollpunkt erreicht, das freut einen doch. Ja, dann lass mal gucken. So, das Paar ist wieder vereint. War das Teil, das du im Gesicht hattest, als du aufgewacht bist? Bist du in Ordnung? Es war schon tot und ihr. Mir geht's gut. Okay, ich hab's. Ja, das würde ich nicht sagen. Schön, ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Geht mir auch so. Können wir jetzt weitergehen? Die Sephora wird angegriffen und wir wollen das Waffensystem deaktivieren. Bist du wirklich okay? Oh nee, mir geht's gut. Hör auf zu meckern. Gehen wir. Das nenne ich emanzipierte Frau. Wir haben Bella von Rhino 2-3, werden aber von Weyland-Yutani-Leuten angegriffen. Gehen jetzt zur Brücke. Ich brauche den schnellsten Weg. Winter, gehen Sie durch den Maschinenraum und auf die Schienen zu. Over. Verstanden, Bishop. Gehen Richtung Maschinenraum. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Tür aufschneiden, Winter. Ah, ich bin Angst. Ich guck mal noch gerade, was da hinten alles gibt. Nichts Besonderes, schätze ich. Okay. Geh mal aus dem Weg, du gebaumelst da. So, Schnippel, Schnappel, auf geht's. Hier ist Raider 6-5. Ich sehe drei Cheyennes, die Truppen auf das Holocaust. Das Dumme ist halt auch, dass auch einige Minecraft-LPs weg sind. Und schick diese Way, you Arschlöcher, zur Hölle. Und noch ein Baby Blues LP ist auch weg, aber da habe ich glaube ich nur ein Teddybär mehr gefunden, aber egal, das tun wir, beziehungsweise reden wir einander mal. Außer sind die Waffe gewechselt. Holy moly, okay. Dann mal los. Ich darf wieder aufschneiden, nehme ich an. Ja. Ah, Türchirurg spielen macht Spaß. So. Jetzt habe ich einmal volle Panzerung und dann liegt hier Panzerung rum. Ganz toll. Großes Kino, nämlich sowas. Großes Kino, ganz toll. Kontrollpunkt erreicht. Hier spricht Sephora Actual. Geben Sie alles, um unsere Männer da rauszuholen. Alle Mann das Schiff verlassen. Ich wiederhole, die gesamte Besatzung der USS Sephora, verlassen Sie das Schiff. Der Captain funkt jetzt unter Sulaco Actual. Over. Sulaco Actual, hier spricht Winter. Wir sind im Waggon auf dem Weg zur Brücke. Wie ist die Lage in Frachtraum 1? Winter, es wird noch sporadisch geschossen, aber die Situation ist stabil. Bishop sagt, dass die Reaktorrisse bekommen und kritischen Schaden nehmen können. Unsere Leute zielen auf euch. Was war das denn, bitte? Habe ich denn gerade eine Granate mitten ins Face oder einen Raketenwerfer oder was? What the fuck? Okay, gleich nochmal. Hier spricht Sephora Actual. Geben Sie alles, um unsere Männer da rauszuholen. Alle Mann das Schiff verlassen. Ich wiederhole, die gesamte Besatzung der USS Sephora. Verlassen Sie das Schiff. Der Captain kommt jetzt unter Sulaco Actual. Over. Sulaco Actual, hier spricht Winter. Wir sind im Waggon auf dem Weg zur Brücke. Wie ist die Lage in Frachtraum 1? Winter, es wird noch sporadisch geschossen, aber die Situation ist stabil. Bishop sagt, dass die Reaktorrisse bekommen und kritische Schaden geben könnte. Unsere Leute zielen auf euch. Sind die Kerne jetzt? Okay.
Ach, ich habe die Granate zu lange festgehalten. Ah, okay, das könnte natürlich auch sein. Ah, das ergibt Sinn. Okay. Das ist zwar ein peinlicher Sinn, aber es ergibt Sinn. Hier spricht Sephora Actual. Geben Sie alles, um unsere Männer da rauszuholen. Machen wir doch immer. Mann, das Schiff verlassen. Ich wiederhole. Die gesamte Besatzung der USS Sephora. Verlassen Sie das Schiff. Und das Sulaco Actual. Sulaco Actual, hier spricht Winter. Wir sind im Waggon auf dem Weg zur Brücke. Wie ist die Lage in Frachtraum 1? Winter ist wohl noch sporadisch geschossen, aber die Situation ist stabil. Bishop sagt, dass die Reaktor Risse bekommen und kritische Schaden nehmen könnte. Unsere Leute stehen auf euch. Okay, soweit so gut. Ich hab nochmal eine Granate. Was haben wir hier Schönes? Auch noch eine Granate. Sonst nichts, okay. Ich hab kurz einen kleinen Cut gemacht. Zwischendurch. Jetzt aber. Irgendwas an Munition hier noch oder irgendwas Brauchbares? Nein, okay. Versuchen wohl die Geschütze zu deaktivieren. Verdammt, was ist da los? Die Geschütze sind zu ungenau. Wir schießen auf unsere eigenen Leute. Ja, das merke ich so langsam. Okay. Soweit so gut. Liegt hier noch was Brauchbares rum? Wo bin ich denn jetzt bitte gelandet? Ich hab mal wieder komplett die Orientierung verloren, sau gut gemacht halb. Genial, du schaffst das auch echt in jedem Spiel. Nicht gut. Soweit so gut. Rufen wir den Aufzug. Und nix wie rein in die gute Stube. Na, ich muss nur was drücken. Gut, okay. So, jetzt aber. Sonst gibt es ja auch nichts zum Mitnehmen. Ja.
So, Potsdam habe ich auch wieder voll. Na, weiter, Soldaten. Wir machen sie kalt. Der ist down. So, noch mal einen kleinen Cut. Bis gleich.